das ist mal was ganz anderes. Es gibt nicht nur rote Wurst und irgendwelche Maultaschen, sondern wir haben hier vom Jugendhaus, habe ich dieses Antipasti gegessen. Also super toll. Und sowas gibt es halt in Mühlacker nicht immer und nicht überall. Und überhaupt dieses Flair. Also wir sind gerade erst gekommen, aber ich finde es bis jetzt mal ganz nett. Und wenn wir jetzt mal umschauen, was alles zu essen gibt und zu trinken natürlich. Ich bin gerade angekommen und bin überwältigt von den Menschenmassen, die hier italienisch feiern möchten. Ja, mir gefällt es natürlich sehr gut. Also das richtige Wetter für so eine deutsch-italienische Nacht haben wir natürlich. Es ist sehr warm und wir hatten schon gute Musik. Und es sind viele Bekannte hier und es gibt gutes Essen. Und also was brauchen wir eigentlich noch mehr? Also wunderschön hier. Tolle Atmosphäre mit den Schirmen, ist richtig sommerlich, klasse Atmosphäre, die Musik, da bin ich sehr gespannt. Was wir gehört haben, war schon ganz klasse und schauen wir mal, wie es wird. Und es wurde richtig gut. Die erste deutsch-italienische Nacht am Samstag in Mühlacker war ein voller Erfolg. Organisator und Ideengeber der deutsch-italienischen Gemeinschaftsveranstaltung war der Lions Club Mühlacker. Der Ursprung war der Geburtstag des Lions Clubs, der im Juni 100 Jahre alt wurde. Also Lions International wurde 100 Jahre alt im Juni. Und die Stadt Mühlacker hat eine Partnerschaft mit Bassano del Grappa. Und da lag es nahe, dass man eine deutsch-italienische Nacht organisiert. Die Lions aus Bassano sind gekommen, haben Käse, Wein und Aperitif mitgebracht und alle haben sich auf ein schönes Fest gefreut. Neben dem Lions Club aus Bassano del Grappa trugen die Lions Jugendorganisation Leo sowie zahlreiche Kooperationspartner aus Gastronomie und Vereinen durch ihr ehrenamtliches Engagement zum Gelingen der deutsch-italienischen Nacht bei. Und schufen mit der gemeinsam in den Enzgärten durchgeführten Benefizveranstaltung italienisches Flair bei durchaus südlichen Temperaturen. Also bei diesem Wetter und bei dieser Atmosphäre ist Mühlacker total italienisch. Also ich glaube, diese Woche und heute fühlt sich jede Mühlackerin und jede Mühlacker auch als Bassanesin, als Italiener. Der bei der deutsch-italienischen Nacht erwirtschaftete Erlös soll in Form einer gemeinsamen Spende dem Förderverein Enzgärten zukommen.